Fortsetzung des Zitates. In den 50er Jahren entwickelt Lacan eine eigene Theorie des Ödipus-Komplexes, in der dieser vorrangig mit der weichen Funktion betraut wird, die die dual-imaginäre Struktur der Kleinkindpsyche umschaltet auf eine triadisch-symbolische. Somit ist die Schlüsselfunktion des Ödipus-Komplexes die Einführung des Dritten, konkret des Vaters, Klammer auf, der natürlich nicht mit dem biologischen Vater identisch sein muss. Es geht hier um strukturale Rollen, die zu einem gewissen Grade unabhängig von biologischen Funktionen erfüllt werden können. Konkret des Vaters, dessen Anwesenheit und dessen Intervention, Frustration, Strafandrohung und Befreiung für das Kind miteinander verbindet. Lacan differenziert drei verschiedene Aspekte des Ödipus-Komplexes oder drei verschiedene Zeiten, wobei dieser Ausdruck keine temporale Staffelung anzeigen soll. Der erste Aspekt ist die Realisierung des Kindes, dass sowohl es selbst wie auch die Mutter charakterisiert sind durch den Mangel. Das heißt, dass beiden etwas fehlt und sich daher ihr Begehren auf ein wie auch immer geartetes Objekt richtet. Realisation von Mangel ist somit zugleich Realisation von Begehren. Das Kind begehrt in diesem ödipalen Szenario die Mutter als vermeidliche Überwindung des eigenen Mangels. Umgekehrt begehrt die Mutter ihr Kind als Mangelauslöschungsobjekt. In beiden Fällen ist das mangelnde Element der Phallus. Ein Begriff, der nicht den Penis bezeichnet, sondern das Objekt, von dem angenommen wird, dass es dem eigenen Mangel Abhilfe schaffen kann. Da nicht nur das Kind, das ja ohnehin noch weitgehend von der mütterlichen Fürsorge zur Befriedigung seiner Bedürfnisse abhängig ist, die Mutter begehrt, sondern umgekehrt auch die Mutter das Kind, will dieses für die Mutter der Phallus werden. So gilt es hier schon zu bemerken, dass der Anspruch der Mutter an das Kind, ihr Begehren zu erfüllen, dem das Kind vollkommen entsprechen will, zugleich von diesem erlebt wird als eine Zerstörung seiner ohnehin noch äußerst fragilen Subjektgrenzen. Die Mutter wird mithin auch erfahren als eine verschlingende, zerstörende Präsenz, sodass der Ödipus-Komplex in dieser Hinsicht durchaus eine Befreiung von der mütterlichen Aggression darstellt. Es folgt gleich die Fortsetzung.